Nochmals guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich sage es gleich, ich komme nicht von der Philosophie. Trotzdem stelle ich mir die Frage, das Wittgensteinhaus gebaute Philosophie. Nur wenigen Bauten aus der Wiener Zwischenkriegszeit stehen dermaßen im Fokus der Forschung wie das sogenannte Wittgensteinhaus. Sowohl für die Architekturhistoriker, für die es eine bauliche Ikone ist, als auch für die Philosophen, die endlos diskutieren, inwieweit Wittgensteins logisches Denken hier in die Architektur eingegangen ist. Viele Fragen, Unklarheiten und Missverständnisse ranken sich um dieses Haus, das in seiner rigiden Hermetik und perfekten Proportionierung ein stetes Faszinosum ist. Nicht zuletzt hat auch Wittgensteins Schwester Hermine mit ihren Erinnerungen einiges zur Mystifizierung beigetragen. Um ein wenig Licht in diese zahlreichen Legenden zu bringen, ist es notwendig, auf das soziale Umfeld und die äußerst komplexe Baugeschichte einzugehen. Also bereits die sprachliche Semantik ist eigentlich irreführend. Während man heute allgemein vom Wittgensteinhaus spricht, wurde es seinerzeit entweder im Familienjargon die Kundmanngasse genannt oder korrekt das Palais Stonebrough. Und so müsste man es auch eigentlich nennen. Denn finanziert und in Auftrag gegeben hat es Margaret Wittgenstein Stonebrough, die jüngste der drei Schwestern Ludwig Wittgensteins. Eine äußerst selbstbewusste, intelligente Frau, die selber auch, und das ist nicht unwichtig, Physik und Mathematik studiert hat. Also hier ein Foto aus der Zeit um 1900, so typisch für die Wittgensteins, eine intellektuelle Diskussionsrunde mit dem einen Bruder Rudolf, das war einer der drei Brüder, der sich umgebracht hat, und eben bekannten Brüdern Zitkowski. Das also bezeichnend für sie. Als Society Beauty wurde sie dann von Gustav Klimt anlässlich ihrer Verlobung mit dem Amerikaner Jerome Stonebrough 1905 porträtiert. Nach ihrer Eheschließung hat sie dann ein unstetes Leben geführt mit häufigen Orts- und Wohnwechsel. Mitte der 20er Jahre wohnte sie dann mit ihren beiden Söhnen und zwei Adoptivsöhnen, deren Verbleib im Sommer 25 definitiv geworden war. Und das ist auch ein Umstand, der für dieses Projekt, für den Entschluss eine Rolle gespielt hat. Wohnte sie in der Belle Etage des Palais Schönborn in der Rheingasse, deren düstere barocke Pracht also für diese vier jungen Leute eine denkbar ungünstige Bleibe war, sodass sie den Entschluss fasste, sich ein modernes Stadthaus errichten zu lassen. Im Herbst des Jahres, also 25, beauftragt sie dann Paul Engelmann, einen Schüler von Adolf Loos, mit der Ausarbeitung von Plänen. Das ist insofern bemerkenswert, als sie zwar ein Projekt im Geist und der Ästhetik von Loos intendierte, sich aber nicht direkt an Loos wendete. Loos galt als schwierig und dominant, was einer starken Persönlichkeit wie Margaret Stonebrough keineswegs gelegen sein konnte. Zweifellos hatte Wittgenstein bereits bei der Beauftragung für dieses Projekt die Hand im Spiel gehabt. Also Wittgenstein hat sich ja bekanntermaßen auch für sehr viel Architektur interessiert und eben sein Haus in Scholden oder auch errichtet. Er hat auch maßgeblichen Anteil gehabt an der Planung des Familiengrabs am Wiener Zentralfriedhof. Also er hat schon vorher sich sporadisch als Architekt betätigt und war an dem Projekt interessiert. Dazu kam, zu diesem Zeitpunkt zeichneten sich schon Probleme mit seinem Schuldienst ab, die ihn in Krankheit flüchten ließen und zu häufigen Aufenthalten eben bei der Schwester im Palais Schönborn veranlassten. Das heißt, die Geschwister waren damals sehr viel zusammen. Generell war es ja Ludwig Wittgenstein, der Loos und dessen Ästhetik der Familie nahegebracht hatte.
Denn bis zum Tod von Vater Karl Wittgenstein 1913 war Josef Hoffmann, der einer ganz anderen Kunstauffassung verpflichtet war, der Hausarchitekt der Familie gewesen. Also ich habe mal einen Überschlag gemacht, der Hoffmann hat für die Wittgensteins und die Verwandtschaft rund 16 Projekte ausgeführt bis zum Ersten Weltkrieg. Ganz kurz, was war die unterschiedliche Kunstauffassung von Loos und Hoffmann? Und das ist hier sehr wichtig, auch wenn manches vielleicht auf den ersten Blick ähnlich ausschaut. Hoffmann hat noch im Geiste des Sezessionismus die Idee des Gesamtkunstwerks vertreten. Das heißt, der Architekt entwirft ein Haus, eine Wohnung und gestaltet sie bis ins letzte Detail, sodass dann eigentlich in letzter Konsequenz der Bewohner zum ästhetischen Störfaktor wird. Währenddem Loos ganz anders. Loos hat gesagt, ein Haus, eine Wohnung muss funktionell sein, ohne Zierat und so weiter. Er hat auch Inneneinrichtungen angefertigt, aber er hat es akzeptiert. Es ist in Ordnung, wenn auch der Bewohner eigenes vorhandenes Mobiliar mit einbringt. Also er hat eine ganz pragmatische Haltung gehabt. Und also dieser Unterschied ist sehr wesentlich. Wittgenstein war mit Loos in den letzten Vorkriegsjahren in Wiener intellektuellen Kreisen rund um Karl Kraus in Kontakt gekommen und hat ihn sehr bewundert. Er hat ihn ja auch bekanntermaßen ein Legat vermacht. Hatte eben aber im persönlichen Umgang mit ihm Schwierigkeiten. Also sicherlich zwei Alpha-Tiere, wenn man so will. Konsequenterweise empfiehlt daher Ludwig Wittgenstein im Herbst 1917, der ältesten Schwester Hermine, die nach dem Tod des Vaters die Villa in Neuwaldeck frisch einrichten möchte, den Loos-Schüler Paul Engelmann, den er während seiner Offiziersausbildung in Olmütz kennengelernt hat, und mit dem auch einen philosophischen Austausch pflegt. Engelmann ist dann bis 1919 damit befasst, sowohl die Sommervilla in Neuwaldeck als auch das Stadtpalais in der Alleegasse neu einzurichten. Und seit dieser Zeit steht Engelmann mit der Familie in engem Kontakt, ist häufig auch bei Diskussionsabend dabei und anderes mehr. Vielleicht ganz kurz zu Engelmann, Engelmann hat ein Architekturstudium zwar begonnen an der TU, aber schon nach 2 Jahren aufgegeben, hat dann vorübergehend für Karl Kraus gearbeitet, für die Fackel, und bei Loos an der Bauschule studiert, die aber keinerlei öffentliche Befugnis hatte. Und er hat sich dann eher mit Gelegenheitsarbeiten wie Hilfszeichner am Olmützer Bauamt oder eben Einrichtungen wie für die Wittgensteins durchgeschlagen. Ja, da jetzt noch kurz die Alleegasse, eben noch mit dieser historistischen Einrichtung. Na, ich suche jetzt die drei. Na gut, macht nichts. So, die Beauftragung Engelmanns beim Projekt des Wittgenstein-Hauses reflektiert aber nicht zuletzt auch den Gesinnungswandel Margaret Stomborows, die längste Zeit die puristische Ästhetik von Loos abgelehnt hat. Also ihre eigenen früheren Bau- und Einrichtungsprojekte, die sie ja initiiert hat, haben ganz anderen Richtlinien gefolgt. Also hier oben links seht ihr ihre Berliner Wohnung 1905, da ist eben noch Josef Hoffmann und die Wiener Werkstätte wurden beauftragt, oder einige Jahre später erwirbt sie dann einen Ansitz in Gmunden, ein bereits bestehendes Haus, das sie aber umfassend umbauen lässt von einem Otto-Wagner-Schüler, Rudolf Berko, der das dann eigentlich in einer sehr manieristisch klassizierenden Weise umbaut. Und interessant ist, sie wird erst allmählich von den Theorien von Loos eben durch ihren Bruder überzeugt. Es ist interessant, Briefstellen aus dem Jahr 25, 26, also nehmen Bezug auf Loos, also sie rekurriert da einmal explizit auf den Aufsatz Ornament und Verbrechen und wird eben
sukzessive unter Einfluss ihres Bruders, also vom Los, überzeugt. Engelmann fertigt dann in den nächsten Monaten eine Reihe von Skizzen an, kommt aber nicht zu Rande. Die Problematik bestand darin, dass Margaret Stomborough einerseits das elterliche Palais in der Alleegasse als Vorbild diente, aber sie andererseits einen modernen Bau nach Loschen Kriterien anstrebte. Zwei Konzepte, die eigentlich fast unvereinbar waren. Vielleicht jetzt ganz kurz und grob: links der Grundriss des Palais Wittgenstein in der Alleegasse und rechts eben eine der frühen Skizzen von Engelmann. Das Palais Wittgenstein, also ein klassisches historistisches Palais mit dem Zugang über den Hof, diese Treppe in den Oberstock, und die Gesellschaftsräume in einer Art Enfilat angeordnet, straßenseitig, und wieder hinten die Privaträume nebeneinander liegend zur Gartenseite. Rechts also eine frühe Skizze von Engelmann, die eben auf diesem Raumkonzept von Loos beruht, von innen nach außen, also immer im Zentrum eine Halle, meistens über zwei Geschosse gehend, und rundherum die Räume angeordnet. Also wenn man so will, das eine ist ein longitudinales Schema, das andere ein zentralisierendes Schema. Also sehr schwer zu vereinen. Außerdem wollte Margaret, das war ihr ausdrücklicher Wunsch, diese Idee dieser Treppenanlage, die sich im Palais in der Alleegasse befunden hat, die Treppenanlage, an der Stirnseite eine Skulptur, die Skizze der Hermine, das wollte sie auch eben in ihrem Haus haben. Das kam noch zusätzlich dazu. Also alles Aspekte, die irgendwie schwer unter einen Hut zu bringen waren. Erschwerend kommt noch hinzu, dass man auch bis dahin noch kein geeignetes Grundstück gefunden hatte. Die ursprüngliche Idee, ein Areal in der Alleegasse neben dem elterlichen Palais zu erwerben, haben sich nach langen Verhandlungen, also die haben sich über Monate hingezogen, zerschlagen. Das hat sich bis Juni 26 hingezogen, als dann Wittgenstein seinen Schuldienst quittieren musste und auch nach dem Tod der Mutter in eine tiefe psychische und existenzielle Krise geriet. Also er hat ja bekanntermaßen auf sein Erbe verzichtet, jetzt hat er auch kein Lehrergehalt gehabt, also er ist ja vor dem Nichts gestanden. Sie hat ihn offiziell in das Projekt einbezogen, also man weiß, sie hat ihm ein Architektenhonorar gezahlt. Und im Oktober 26 kann sie dann ein Areal in der Kundmanngasse erwerben, ein Teil der ehemaligen Rasumowskischen Gärten mit einem damals prachtvollen alten Baumbestand. Das war ausschlaggebend. Da der Grund damals im Besitz der Gemeinde Wien war und Margaret gute Kontakte zu Kommunalpolitikern, insbesondere Finanzstadtrat Hugo Breitner hatte, geht der Kauf zügig über die Bühne, sodass man also schnell zu bauen beginnen konnte. Wittgenstein, der die Vorstellung der Schwester gut nachvollziehen konnte, schaffte dann sozusagen die Quadratur des Kreises, indem er diese beiden gegensätzlichen Konzepte in eine Synthese bringt. Also hier rechts ist das jetzt dann der endgültige Parterre-Grundriss. Da sieht man schon noch irgendwo basierend auf dem Schema, wie es Engelmann erarbeitet hat, aber eben adaptiert, wieder zur Vorderseite zu die Gesellschaftsräume, dann diese gewisse Treppe, der Wunsch Margarets, und auf der Rückseite die Privaträume, Speisezimmer. Margaret selbst hat im Erdgeschoss ihr Schlafzimmer gehabt. Im Oberstock waren dann die Zimmer für ihren Mann, die Söhne und noch die zahlreich vorhandene Dienerschaft, die sie ja noch hatte. Diese stringente Organisationsstruktur der Räumlichkeiten prägt dann auch die Außenerscheinung mit ihrem kubisch-blockhaften Charakter. Im Sinne der Purifizierung der Formen hat der Wittgenstein auch Gesimse, Fußleisten oder Schwellen abgelehnt.
Diesen klaren Strukturen entspricht auch die perfekte Proportionierung. Also da links ein Einblick eben in diese berühmte Treppe, also diese perfekte Symmetrie und ideale Proportionen. Rechts ein Proportionsschema der Esszimmerwand, wo man ja weiß, um diese perfekte Proportion zu erreichen, war ja Wittgenstein bereit, also die Decke zu verschieben, also auch sehr aufwendige Umbauarbeiten. Dieser angestrebten perfekten Harmonie entspricht dann auch die Anzahl der Pfeiler, also wir sehen die zwei da beim Treppenaufgang, 12 Pfeiler im Stiegenhaus, 12 in der Eingangshalle, also alles das im Sinne einer perfekten Harmonie. Als ausgebildeter Ingenieur ist Wittgenstein auch für diese vielen technischen Details wie Türgriffe, Liftanlagen, Heizkörper und Bodenheizung verantwortlich, die von einer ungeheuren Exaktheit und puristischen Ästhetik geprägt sind und nicht zuletzt auch Ausdruck seiner ethischen Anforderungen sind. Diese extreme Einfachheit verlangte aber auch absolute Exaktheit, die den ausführenden Handwerkern und Firmen also das Äußerste abverlangte. Also man weiß, manche Sachen mussten x-mal angefertigt werden, bis die wirklich millimetergenau gepasst haben. Im Laufe der Arbeiten wird dann noch eine weitere Persönlichkeit in das Projekt einbezogen, der Architekt Jacques Kroak, der gleichfalls ein Schüler von Loos war und ein weiteres Zeugnis dafür eben, wie paradigmatisch die Ideen und Theorien von Loos für diesen Baum waren. Darüber hinaus war Kroak ein Freund und Schulkollege von Engelmann, also beide stammten aus Olmütz und sein Cousin Heinrich hat dem Olmützer Philosophenkreis angehört, an dem eben Wittgenstein während des Krieges teilgenommen hat. Also das heißt, Kroak entstammte sozusagen diesem Milieu um Wittgenstein. Sie haben sich möglicherweise schon aus der Kriegszeit gekannt, weil sie haben ziemlich gleichzeitig eine Ausbildung zum Artillerieoffizier in Olmütz durchgemacht. Aber das ist nicht gesichert. Als ausgebildeter Bauingenieur war Kroak dann mit der Ausarbeitung, Konstruktion und Kalkulation und letztlich auch, was wichtig war, amtskonformer Einreichpläne befasst. Also alles Angelegenheiten, für die weder Wittgenstein noch Engelmann befugt waren. Inwieweit dann Kroak, der die Bauleitung übernimmt und damit für die Umsetzung der Pläne verantwortlich war, auch Einfluss auf den Bau hat, sei dahingestellt. Gesichert ist, dass er mit Wittgenstein immer wieder heftige Kontroversen hatte. Also wer sich durchgesetzt hat, wissen die Götter. Die gleichzeitig von ihm errichtete Familienvilla in Olomouc in Olmütz zeigt in ihrem Purismus aber doch eine gewisse Affinität zum Wittgensteinhaus. Mit großer Wahrscheinlichkeit stammt diese also sehr bekannte Perspektive des Wittgensteinhaus von seiner Hand. Also er war ein sehr geschickter Zeichner und Maler. Wenn man seine Sachen kennt, würde man vermuten, das ist Kroak. Ja, schließlich ist dann das Haus nach all diesen Planungen und Kontroversen im Dezember 28 so halbwegs bezugsfertig, sodass die Hausherrin eine Einweihungsfeier veranstalten kann, wo auf Wunsch Wittgensteins auch der Baumeister und die Arbeiter eingeladen waren. Also eigentlich für damals ein unorthodoxes Vorgehen. Während dann im Jänner 1929 Wittgenstein nach Cambridge geht, werden allerdings noch einige Bauarbeiten weitergeführt, für die eben Jacques Kroak verantwortlich ist, wie das Portierhaus, Einbaumöbel und anderes mehr. In der Korrespondenz der Geschwister, also zwischen Margaret und Ludwig in Cambridge, hebt sie immer nur das Beste hervor. 1929 war der kälteste Winter des 20. Jahrhunderts und sie lobt eben diese Fußbodenheizung, sie schreibt einmal, das Haus ist bacherlwarm.
Baumängel, die es allerdings auch gab, und einen langen, anhängigen Prozess verschweigt sie gegenüber. Also sie hat genau gewusst, wie empfindlich er war. Die anfängliche Idee, dass Wittgenstein auch teilweise für die Einrichtung verantwortlich sein sollte, noch im Dezember 28 war er mit dem Entwurf eines Sessels befasst, wird aufgegeben. Nicht zuletzt auch, weil Margaret beim großen Börsenkrach einen Großteil ihres Vermögens verloren hatte. Sie schreibt, Zitat, das Haus schreit nach anständigen Möbeln, aber man kann es ruhig noch eine Weile schreien lassen. Zitat Ende. Also das ist so typisch für diese blumige Sprache innerhalb der Wittgenstein-Familie. Schließlich richtet sie es, ja, das ist jetzt dieses Foto, das ist, Entschuldigung, das ist falsch datiert, ich habe erfahren, also beide Bilder sind aus den 30er Jahren jetzt. Sie richtet es mit ihren vorhandenen Mobiliar ein, darunter viele Stilmöbel, die aber mit der puristischen Ästhetik vereinbar sind, und auch Wittgenstein akzeptiert das. Er schreibt einmal, Zitat, du hast das Haus entzückend eingerichtet. Also links sehen wir eine Skizze von Hermine, ein Interieur, und eben rechts das Speisezimmer. Aber man beachte keine Teppiche, keine Vorhänge, keine Kronleuchter. Also das war für Wittgenstein ein No-Go. Und rechts im Speisezimmer, da sieht man diese hohen Fenster. Also da kann man sich vorstellen, in Metall, und die mussten auf den Millimeter genau ausgefertigt werden. Also wie schwierig, kann man sich vorstellen, wie schwierig das war. Letztlich folgt aber dieses auf den ersten Blick erstaunliche Konzept in Theorien von Loos, der ja eben, wie gesagt, das Gesamtkunstwerk abgelehnt hat und den Einbezug bereits vorhandenen Mobiliars durchaus akzeptiert hat. Vielleicht ein weiteres Beispiel, dieser Abguss, diese Kopie da eines griechischen Athleten, also die befand sich im Palais Schönborn und die wurde dann an der Stirnseite der Treppe aufgestellt. Ja, Wittgenstein hat dann interessanterweise bei der Beschreibung des Hauses auch einmal den Begriff eben, wir haben es heute schon gehört, der Familienähnlichkeit also verwendet. Also er konnte sich offenbar durchaus mit ihren Einrichtungen identifizieren. Wie aus zahlreichen Briefen hervorgeht, fühlte sich die Hausherrin hier sehr wohl. Sie wohnte hier bis zum Jänner 40. Als ihr amerikanischer Pass, also kurz vor Eintritt der USA in den Krieg, nicht verlängert wurde und sie gezwungen war, in die Staaten zu gehen, wo sie dann während des Krieges in New York lebte. Das Haus wurde als feindliches Eigentum kommissarisch verwaltet, diente während des Kriegs als Lazarett. Nach dem Krieg waren die Russen einquartiert, wurde aber dementsprechend nach Kriegsende bald zurückerstattet, befand sich allerdings in einem desaströsen Zustand. Aus den Briefen, also unmittelbar nach dem Krieg, geht hervor, dass man sogar daran gedacht hat, das Haus abzureißen. Es war ja nicht klar. 20 Minuten jetzt. Bitte? Sie haben die Zeit. 20 Minuten. Ja, ich bin ja gleich fertig. Ja. Dass das Haus eventuell abgerissen werden soll, weil sie war ja noch in den Staaten. Dann war die Rede, dass eventuell die Hermine einziehen sollte, weil das Palais in der Alleegasse war bombengeschädigt. Und da schreibt der Ludwig, der sehr interessiert war an dem Erhalt des Hauses, auch wenn sie Vorhänge aufhängt, Hauptsache das Haus bleibt erhalten. Also da sieht man, wie wichtig ihm das war. Margaret hat sich dann aber dann doch 48 wieder definitiv hier niedergelassen und das Haus so halbwegs renoviert. Hier sehen wir sie noch in ihren letzten Lebensjahren, also in der Kundmanngasse, sichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Nach ihrem Tod 1958 wollte dann der Sohn das Areal verkaufen und das Haus sollte abgerissen werden. Während Wittgenstein und dieses Gebäude in Österreich zu diesem Zeitpunkt praktisch weitgehend unbekannt waren, also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, diese Rezeption
war es, also die wichtigen Werke von Johnston und Schorske sind ja österreichischen Geistesgeschichte, sind ja erst bei uns in den 60er Jahren erschienen. Ne? War es einer Gruppe von Architekten rund um Friedrich A. Leitner vorbehalten, um den Erhalt des Hauses zu kämpfen? Also das Bundesdenkmalamt musste erst weichgeklopft werden. Nach langem Verhandeln wurde dann die Hälfte des Areals verkauft. Da befindet sich jetzt das Sozialversicherungsgebäude. Und die andere Hälfte, auf der das Haus steht, obwohl jetzt der Garten zerstört ist, vom bulgarischen Staat angekauft. Warum Bulgarien? Die Tochter des damaligen Präsidenten Schivkov, die Ludmilla, war selber Philosophin, sie und ihr Mann. Deswegen hat sie sich dafür engagiert und deswegen ist das Haus also bis heute eben bulgarisches Kulturinstitut und das ist eigentlich den Bulgaren zu danken und die Episode ist eigentlich ein Schandfleck für Österreich. Ja, abschließend ist zu sagen, dass diese äußerst komplexe Baugeschichte, an der 4 Personen Anteil hatten, wenig Schlüsse zulässt, inwieweit Wittgensteins Philosophie hier eingeflossen ist, beziehungsweise inwieweit Wittgenstein, der sich immer mit Sprache auseinandergesetzt hat, hier eine sprechende Architektur zum Einsatz gebracht hat. Sicher entsprechen die klaren, einfachen Strukturen Wittgensteins ethischen und ästhetischen Ansprüchen und seinem logischen Denken. Aber es ist auch zu berücksichtigen, dass auch vieles den Tendenzen der Zeit spricht, verwiesen sei auf die Werkbundsiedlung oder auf die funktionalistische Bauhausarchitektur. Das heißt, wir dürfen weiter rätseln. Ja, ich danke.